Und damit, hey Leute, was geht ab? Hier ist hier euer Liplas mit einem neuen Video für euch heute, Leute. Und zwar, reagiere ich heute mal wieder auf Stunrix an der Stelle. Japanoschlappen in Folge 20, Stars und Sternchen. Okay. Wenn ihr schon welche verpasst wollt, genau, Abo-Button und Glocke aktivieren und nichts mehr zu verpassen, gerne Daumen nach oben da lassen, Leute, würde mich ebenso freuen. Und ich würde sagen, wir starten nicht lange, wir gehen auch direkt rein und let's go. Oh Gott, Alter, nein, das ist doch dumm. Hä? Was geht, Freunde der Außenwelt? Wir switchen rüber und let's rock. Folge 20. Stars und Sternchen. Okay. Was ist das denn für komische Musik? Hä? Und wer ist der Typ da? Den kennst du nicht? Das ist Will, der Sänger der Band Kyoto Hotel. Ich liebe Kyoto Hotel? Ja, die Band ist cool. Nicht, dass ich absoluter Fan der Band bin. Wenn es nicht so schlimm wie Tokyo Hotel auch. Du hast mir nie was davon erzählt und die Musik hörst du heute zum ersten Mal. Aber sie sind total berühmt und sie geben heute sogar ein Konzert und du musst mit mir hingehen. Ja, weil sie berühmt sind, muss ich die Musik hören. Ach, nicht schlecht, dann muss ich jetzt jeden hören. Ist halt wirklich so. Kyoto Hotel? Ich auch. Kannst du auch Hotel. Alle zwei. Warum geben die ein Konzert, wenn sie nur zwei Songs haben? Sie spielen sie fünfmal hintereinander. Oh Gott, Alter, nein. Das ist doch dumm. Hä, die sind berühmt, haben gerade mal zwei Songs und geben schon ein Konzert. Das ist so bescheuert. Ja. Wie seid ihr überhaupt an Karten rangekommen? Die waren doch schon längst ausverkauft. Ach, Chao hat sich drum gekümmert. Wir haben noch welche gekriegt. Warum sind die voller Blut? Das Blut dran, stell nicht so viele Fragen. Oh oh. Ich kann schnell ganz weit weg. In der Menge kannst du dich gut verstecken. Gott, da ist Will. Ich glaube, er gibt Autogramme. Aha. Oh mein Gott, Will, kriege ich ein Autogramm? Kannst du auf mein Handy unterschreiben? Kannst du auf mein Handy? Na klar, Alter. So läuft das. Kannst du auf meinen Stift unterschreiben? Ja, ich unterschreibe auch gerne auf den Stift, Mann. Hat extra noch einen Stift mit, damit du auf den Stift unterschreiben kannst. Kommen wir niemals durch. Guck mal, wie viele Leute schon da sind. Aber ciao, wir sind die Japanoschlampen. Du hast recht. Mit etwas Köpfchen können wir alles schaffen. Wir brauchen einen Plan. Tödliche Energiestrahlenattacke. Brauche ich, wenn ich zum nächsten Konzert gehe? Ah, scheiße, ich bin nicht geimpft, da muss ich zu Wendler. Ich hatte vergessen, dass du das kannst. Oh mein Gott, es geht los. Junge. Oh Gott, Alter! Wirklich so wie bei Tokyo Hotel. Was ist denn mit seiner Stimme los? Das war anscheinend nur Playback. Was? Playback von da bei der Band. Hat der Oyanchen gefällt, wenn es ein Playback-Einsatz verpasst hat? Hotel, Will hat nicht wirklich gesungen. Die Stimme des Songs stammt in Wirklichkeit von diesem Mann hier. Wie reagieren die Fans? Hä? Yeah, oh, okay, ich möchte nicht bei so einem Konzert. Yo, die eskaliert ja voll. Oh nein, Wacks neue Lieblingsband war nur gefakte Kommerzscheiße. Ja. Ihre Stimmen sind absolut 100%. Die ist ja gut. Scheiße. Tut mir echt leid für die Person, die dich schrecken muss. Oh Gott. Was für ein armes Würstchen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch ein Like da und nicht dann abonniert dies. Guck mal. Die Folge würde ich nicht angucken, weil die ist eh langweilig. Guck mal die hier an. Die ist besser. Eine Riesenlatte zwischen den Beinen. Der Typ ist so raus, Alter. Natürlich ist das so raus. Wir switchen rüber und let's rock. 22. Ein grausamer Fluch. Oh, willkommen Scheiße. Zu den legendären, verwunschenen Quellen von Matsukiyama Knatschni Tasabu Bing Tong Seng. Ja, ich glaube, das merke ich mir jetzt nicht, aber Ranma lässt grüßen. Die Quelle hat eine eigene Legende. Kommt nicht vom Pfad ab. Ein kleiner Fehler. Und du bist nicht mehr du. Oh. Ja, dann lasst uns mal losgehen. Hier seht ihr die Quelle des traurigen, ertrunkenen Mädchens. Warum ist sie Ranma? Weil sie so traurig war. Und warum war sie... Klingt natürlich sehr einleuchtend. So traurig? Keine Ahnung, weil sie ertrunken ist. Ich bin... Ja, ich bin auch immer traurig, wenn ich ertrinke. Da bin ich schon davor traurig, weil ich weiß, ich ertrinke jetzt. Vielen Dank, wir finden uns dann alleine zurecht. Nicht vom Pfad abkommen. Da hinten ist anscheinend die Quelle mit der Legende des ertrunkenen, introvertierten Esels. Introvertierten Esel, Alter! Steuerte Legende. Ja, genau. Ziemlich langweilig. Ah, daher kommt, ist der, darum ist der ein Esel. Das erklärt einiges. Ich hab eine Riesenlatte zwischen den Beinen. Der Typ ist so raus, Alter. Was ist nur mit der Ausbricht? Oh, fuck. Das war's nur mit der Latte, Alter. Jetzt darfst du das mal eingipsen lassen. Kein Problem, mir
geht's gut? Wo ist meine Mütze? Ach, war das Wasser kalt? Was guckt ihr denn alle so? Oh mein Gott! Es, du bist ein Mädchen! Und du bist wunderschön! Oh nein! Oh, scheiße! Ist nicht dein Ernst, hab ich jetzt Titten? Ich glaub, das hätte ich auch als erstes gemacht. Schau dir diese dicken Melonen an! Ja, oh. Ja, die sind ziemlich groß. Ja, hier steht's, wer in die Quelle des ertrunkenen Mädchens fällt, nimmt ihre Gestalt an. Gott sei Dank, jetzt kannst du keine Witze mehr über Würste oder Gurken oder sonst was in deiner Hose machen. Naja, ich hab zwar keine Latte zwischen den Beinen, dafür hab ich ordentlich Holz vor der Hütte. Oh Mann! Ja, das war's wieder mit dem Japanoschlampen. Oh Mama. Mann, es sind die verfluchte Quelle eines ertrunkenen Mädchens gefallen und wurde selbst zu einem Mädchen. Wird er sich hier zurückverwandeln? Wie wird Chao damit umgehen? Oder wird in der nächsten Folge einfach so getan, als wäre ihm was passiert? Das klingt natürlich schon logisch. Boah, ist logisch. Ich kann mir vorstellen, wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch ein Like da und nicht getan abonniert. Diese Hilfe habe ich mich und bin damit raus. Na gut, Leute. Ich hoffe, euch hat das Video wie immer gefallen. Gerne Abo-Button und Glocke aktivieren, um nichts zu verpassen. Würde mich freuen, Leute. Gerne auch einen Daumen nach oben da lassen, Leute. Würde mich ebenso freuen. Und gerne einen Kommentar da lassen. Ihr wisst, ist mir Kommentar immer gerne durch. Dann würde ich sagen, euch noch allen einen wunderschönen Tag an der Stelle. Und bis zum nächsten Video, Leute. Bye.